Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar wollte ich mich erstmal bedanken für die ganze Anteilnahme an meiner neuen Hebebühne. Also ich glaube, man hat mir meinen Spaß und meine Freude echt angesehen. Und ihr habt euch auch gefreut. Und wenn ihr euch freut, freue ich mich und umgekehrt vielleicht auch. Und deswegen finde ich das eine super Sache. Ihr seid echt Gönner. Und ich muss sagen, es ist schon eine geile Community. Ne? Also da kommen wirklich von euch Anmerkungen, die sind brauchbar. Da kann man drüber nachdenken, die kann man ergänzen. Und wenn ihr euch untereinander unterhaltet, dann gibt ihr ja manchmal die Antwort schon. Also brauche ich nicht antworten. Ne? Also im Moment komme ich dazu, also eigentlich komme ich fast immer dazu, alle Kommentare zu lesen. Allerdings immer ein bisschen zeitversetzt. Ne? Meistens dauert es dann so einen Tag oder so. Ne? Aber das, womit ich gar nicht gerechnet habe, dass ihr geschrieben habt, Mensch, wie hebst du denn jetzt den Smart an? Und das war natürlich auch in der Überlegung eine Sache, wo ich mir gedacht habe, wie hebst du den jetzt an? Und da musste ich dann wirklich einen Kompromiss eingehen. Ich habe mir überlegt, wie oft habe ich den Smart in der letzten Zeit angehoben? Das kann ich ja nur so als Referenzmaß nehmen. Und muss ich Räder wechseln im Smart? Nein, nein, weil da sind wir schon umgestiegen auf Allwetterreifen. Und weil das Ding eine reine Stadtkarre ist, ne? Und Sohnemann fährt damit zur Arbeit hin und zurück, wenn ich den Auris nehme und so weiter. Ja, auf jeden Fall muss man das Auto ja irgendwann mal hochheben. Ne? Und da ist ja für mich Hochheben, Hochheben sind dann für mich immer zwei unterschiedliche Dinge. Und zwar ist es immer wichtig, dass ich die Achsen frei bekomme. Ja? Und wenn wir jetzt mal so schauen, das ist natürlich jetzt was natürlich jetzt hier bei dieser Länge absolut schlecht geht. Ne? Ich meine, ihr seht, dass es wirklich Monsterplateaus sind von der Breite her, die ich jetzt gar nicht, also ich habe das gar nicht so im Kopf gehabt. Und, aber hier zwischen passt das schon mal. Wir können diese Dinger hier noch anheben. Und jetzt kommt theoretisch der Kompromiss, den ich eingegangen bin, weil ich gemerkt habe, es bleibt mir theoretisch keine andere Möglichkeit. Und das zeige ich euch jetzt mal eben. Das heißt, wir können den Smart zwar ganz hochheben, ja, aber für uns ist ja wichtig, dass wir, wenn wir vielleicht mal eine Bremse machen müssen oder wenn wir Bremsschläuche wechseln, dass wir also immer die richtige Achse freilaufend haben, ne, dass wir ein Rad also auch so drehen können, Radlagergeräusche und so und so ein Samon. Jetzt muss ich aber auch da sagen, die Anzahl der Smarts, die hier hinkommen, sind zum Glück manchmal, weil manchmal sind da schon lustige Sachen dran, eher in der Unterzahl. Das heißt, sie ist zwar schon eine Menge, aber vergleichbar oder verglichen mit den anderen Autos, die noch so kommen, ist es natürlich so, dass ich jetzt darauf dann keine Rücksicht nehmen kann. Ne? Aber für mich war ja immer erst wichtig, das hatte ich euch ja schon in einem anderen Video gesagt, dass ich meine eigenen Autos irgendwie reparieren kann. Das ist immer so die Messlatte irgendwo. Und ja, und jetzt zeige ich euch, was ich mir theoretisch überlegt habe und wie sich das in der Praxis umsetzen lässt, das zeige ich euch jetzt. Ich glaube, dass das in Ordnung ist, aber ihr könnt ja gerne mal eure Kommentare oder eure Meinung in die Kommentare hauen. Es ist nicht ganz sauber, aber es funktioniert. Und ich bin ja dann so der praktikable, funktionale Typ und sag mal, wenn das funktioniert, dann ist ja erstmal gut. Dann schauen wir erstmal, wann die nächste Hürde kommt. Ne? Nicht alle Hürden immer durchgehen im Leben und so und dann sagen, oh, da kann ja auch noch was kommen, das und das und das. Sondern Hürde für Hürde, die nehmen wir. Und wichtig ist, wir wollen ja mal Bremsklötze mit Scheiben machen, wir wollen mal einen Ölwechsel machen, wir wollen mal die Räder wechseln, wir wollen mal. Und dazu muss natürlich mindestens eine Achse in die Luft gehen. Und das zeige ich euch jetzt, was ich da mir überlegt habe. Ja? Und da gibt es noch eine besondere Einschränkung zu. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir fahren das Ding jetzt erstmal drauf und dann zeige ich euch, was gemeint ist. So, in diesem Fall, ich nehme euch jetzt mal eben ab, das zeige ich euch nämlich jetzt mal eben. In diesem Fall hat der Smart eine ganz bescheuerte Zwischengröße. Er ist zu groß, um ihn ganz auf das Plateau zu stellen und er ist zu klein, dass das Plateau dazwischen passt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich hatte einmal mit dem Zollstock oder mit dem Gliedermaßstab, wie es ja neudeutsch heißt, entsprechend gemessen. Aber ich habe mir gedacht, ja, komm, man muss dir was anderes einfallen lassen, das zeige ich euch.
Also hier stehen wir jetzt so, dass wir ganz normal über diese Rampe jetzt hier gefahren sind und hinten stehen wir quasi sicher drauf. Ja, so, also von der Breite her passt es. Ja, eigentlich stehe ich schon wieder viel zu weit nach rechts rüber, aber in dem Fall ist das jetzt echt egal. Ne? So sieht das Ganze aus. Jetzt habe ich noch was geholt, weil ich schon gemerkt habe, das brauchen wir zwischendurch auch mal. Das ist zwar, in Anführungsstrichen, das ist zwar keine Bedingung, aber ich möchte ja so ein Auto auch unten so wenig wie möglich beschädigen. Ne? Darauf hattet ihr mich übrigens aufmerksam gemacht, was mir im ersten Augenblick gar nicht eingefallen ist. Aber das verwende ich regelmäßig, und zwar diese Eishockey-Pucks. Ja, die können wir schön stapeln, je nachdem wie hoch das Fahrzeug ist oder wie tief das Fahrzeug ist. Wir können sie auch nebeneinander legen, wir können sie übereinander legen. Die Dinger sind also wirklich echt stabil. Ne? Und während ja, ich zeige euch mal eben, diese Dinger hier, die sind natürlich auch, was kosten die, 60er oder so. Das ist natürlich für ein Stück Gummi schon echt heftig. Aber ganz so dünnes Material oder ganz so weiches Material geht auch nicht. Ja? Wir müssen das schon irgendwie so ein bisschen gleichmäßig verteilen. Und wir können jetzt praktisch die Höhe dann noch damit anpassen. Ne? Je nachdem oder so. Ne? Also das geht schon. Und die sind dann auch, wenn die platt gedrückt sind, sind die in Anführungsstrichen, haben die so eine hohe Haftreibung, dass da auch nichts mehr passiert. Also da rutscht jetzt nichts runter oder so. Und davon habe ich mir jetzt noch ein paar bestellt. Ich glaube, das ist jetzt hier drei. Was habe ich denn bestellt? Hier 10 Stück, glaube ich. 10 Stück, weil ich mir gedacht habe, vielleicht musst du mal für hinten 2, also auf jeder Seite bist du schon bei 4 und vorne das Ganze auch bist du schon bei 8. Vielleicht musst du noch mal die Höhe ein bisschen ausgleichen, da bist du ruckzuck bei 10, 12. Ne? Also die Dinger, ja, ich habe jetzt hier noch einen liegen, den habe ich schon Ewigkeiten benutzt und der ist also auch noch nicht kaputt. Ja, der ist jetzt hier so ein bisschen, ist der jetzt hier eingemackt, aber ansonsten ist das Ding noch vollkommen in Ordnung. Und ja, das werden wir jetzt machen. Das heißt, wir heben den jetzt einfach an. So, machen wir hier noch den Puck runter. So, da kann es sein, dass wir mal eben jetzt hier am Kotflügel ein bisschen anheben müssen. Aber das ist kein Problem. Nummer 1. Drüben mache ich das auch eben. Gut, angehoben. Jetzt füllen wir hier den Kopf. Dann heben wir ihn hoch. So, zeige ich euch. Also, hier habt ihr jetzt hier die richtige Aufnahme. Hinten steht er auf den Rädern. Ja, ist zwar noch ein bisschen steil, aber da rutscht auch nichts weg. Hinten steht das Safe. Handbremse ist angezogen. Ja. Und hier haben wir das Ganze auch. Wichtig ist natürlich, hier ist immer so ein bisschen auf der Hebebühne auch gekennzeichnet, wo so ungefähr der Schwerpunkt sein muss. Ihr dürft also nicht so weit von diesem Punkt hier weg sein, weil sonst wird es instabil. Und wenn jetzt mal so ein bisschen ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also wenn ihr jetzt eine Bremse machen müsst, dann könnt ihr wenigstens hier die Räder frei drehen und der Kompromiss ist jetzt quasi, das Ganze umzudrehen. Ja, das heißt, wenn wir die Hinterräder frei haben, können wir es sicherlich auch auf dieser Seite machen. Aber wie gesagt, beachtet bitte, an der Seite steht es drauf, bei diesen Hubschermühne, wo der Schwerpunkt ist. Der Smart wiegt jetzt nichts. Ne? Der wiegt unter einer Tonne. Also. Aber das ist jetzt einfach nur eine Sache, wenn man jetzt wirklich mal was machen muss am Auto, am Fahrwerk, und das Rad muss hochgehoben werden. Das ist jetzt praktisch der Kompromiss, den ich eingehen musste. Ja, also das geht aber. Aber ich, ganz ehrlich, das Ding steht recht safe und da wackelt auch nichts. Und das finde ich jetzt in Ordnung. Ne? Also, wie gesagt, das ist nicht ganz so geil, ne? Das gebe ich zu. Aber um jetzt ganz einfach mal eben drunter zu gucken, oder selbst wenn man den jetzt nicht ganz hochheben will, weil man dann vielleicht doch Angst hat oder so, um das mal eben so ein Stück hochzuheben, das finde ich in Ordnung. Dafür hebt sich auch die Bühne recht gleichmäßig, senkt sich gleichmäßig. Und bei diesen Dingern hier, wenn die gestaucht sind, da rutscht auch nichts weg. Ne? Also das ist schon in Ordnung. Allerdings ist es natürlich so ein bisschen außerhalb der Norm. Was man natürlich auch machen kann, ist dann natürlich auf dem Bett, ne, oder auf den Dings kann man Wagenheber drunter stellen, ne, auch rechts und links auf beiden Seiten. Das, ja, und dann könnte man die beiden hochpumpen, rechts und links ein bisschen hochpumpen, dann würde das Auto gerade stehen. Also das geht auch.
Ja. Also es ist nicht ganz so einfach, aber es ist jetzt auch, finde ich, kein Wolkenbruch. Also das finde ich schon irgendwie in Ordnung. Ja. Also da, das sollte jetzt für mich so irgendwie nicht das Kaufkriterium sein. Also das Nicht-Kaufkriterium sein, so ist es richtig. Ja, Leute, letztendlich unterm Strich war es das. Also den Smart kriegen wir trotzdem angehoben, was sehr, sehr geil ist. So, jetzt soll ich das Ding mal wieder runter, weil gleich kommt noch jemand. Und dann wollen wir nämlich noch gucken. Und ja, schmeißen das Ding jetzt wieder runter. Und ihr seht, das funktioniert alles wunderbar. Ja. Also, ich habe auch keinen Bock darauf, dass mir die Sache irgendwie auf den Kopf fällt oder so. Also beim besten Willen nicht. Ne? Deswegen, das ist schon, wichtig. Aber manchmal muss man eben aufpassen. So Ibiza-Größe geht alles wunderbar. Ne? Also ich hatte jetzt einen Tag einen Seat Ibiza hier. Das ist auch alles wunderbar. Aber Smart ist natürlich dann ein bisschen doof, das dunkelt ihr gerade ab. Und ja, unterm Strich, wie gesagt, ist das, also für mich ist das in Ordnung. Und ja, vielen Dank nochmal für die positive Anteilnahme. Letztendlich war es das auch in diesem Video. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, haut rein. Ciao, ciao.